Kleine Geschichte vom Wochenende. Moin, was geht? So, was wird das jetzt hier diese Woche eigentlich? Ich hatte ja letzte Woche gesagt, ich weiß nicht, ob hier irgendwer am Start ist, der mich noch aus der Zeit vor Corona von Minuspol kennt. Und ich will dir mal ein bisschen was von Minuspol erzählen. Und wenn du dich jetzt gefragt hast... Moin! Wir sind Minuspol! Was zum Fick ist denn bitte Minuspol? Am 6.01.2017, als ich wieder vom Schiff kam, haben vier Freunde und ich gesagt, lass mal wieder eine Band gründen, aber lass uns dieses Mal richtig Mühe geben. Daraus ist dann Minuspol entstanden und immer wenn wir unterwegs waren, hatten wir eine Kamera dabei und haben da irgendeinen Quatsch erzählt und alles ein bisschen begleitet. Das waren dann die sogenannten Minuspol-Vlogs. So, und jetzt hatte ich ja gesagt, nach langer Pause fangen wir endlich langsam wieder an und damit sind ja dann auch quasi die Minuspol-Vlogs wieder zurück. So, jetzt steht ja hier im Titel auch Vlog, aber unten im Kanal steht Lyandina und nicht Minuspol. Und wo sind denn jetzt die anderen? Keine Sorge, die anderen kommen auch noch, aber da ich über Corona hier jetzt mit meinen kleinen Geschichten angefangen habe, die ja quasi so eine Art Vlog sind, haben wir uns halt entschieden, es ist jetzt Quatsch, ein Video zu machen und das einmal Minuspol-Vlog und einmal kleine Geschichte zu nennen. Dementsprechend werden alle Minuspol-Vlogs in Zukunft hier erscheinen. Also egal ob Minuspol-Ultra, kleine Geschichte-Ultra oder neuer Mensch, am besten abonnierst du jetzt gleich, dann verpasst du nichts. Und wo ich gerade dabei bin, am 27.08. spielen wir mit Minuspol in Braunschweig beim Südstadt Open Air noch ein Gig. Also wenn du Bock und Zeit hast, komm rum. So, wovon will ich dir jetzt diese Woche erzählen? Ja, moin. Dieses Mal erfahren wir, warum es eigentlich über 2 Jahre lang so gar nichts von den Jungs gab. Und was die Jungs auf dem Laut- und Draußen-Festival in Rothenburg gemacht haben. Und um Tradition zu wahren, startet dieser Vlog natürlich auch mit einem Vlog. Ganz einfach, eigentlich nur von einem Gig von Minuspol und damit wäre das ja jetzt quasi eigentlich ein ganz normaler Vlog. Aber wenn ich ein bisschen ausholen würde, wir haben eigentlich alle zusammen ein Video gemacht, wo wir so erzählen, was wir die letzten 2 Jahre so gemacht haben und wo wir eigentlich waren, aber auch wo wir jetzt hinwollen. Jetzt haben wir das aber aufgenommen und alles geschnitten und das kannst du keinem zeigen. Also haben wir uns gedacht, ich erzähle hier eh jede Woche meine kleine Geschichte, dann erzähle ich dir jetzt auch diese kleine Geschichte. Zeit für eine Vorgeschichte. Damals in der Schule waren ein paar Freunde und ich schon immer von verschiedenen Bands hart begeistert. Und während fast alle anderen Jungs davon geträumt haben, irgendwann mal Fußballstar zu werden, wollten wir halt Rockstars werden. Und so kam es natürlich ganz schnell, dass wir mit 12 die ersten Bands gegründet haben. Immer nur zum Spaß, aber dann wurde irgendwann Minuspol gegründet und wir wollten das halt mal ein bisschen ernster machen. Also wurde wochenlang geprobt, es wurden neue Songs geschrieben. Was ziehen wir auf der Bühne an? Wie machen wir die Show möglichst spektakulär? Es wurden Live-Proben gemacht und so viele Gigs wie möglich mitgenommen. Klingt natürlich auf den ersten Blick erstmal ziemlich geil und war ja auch nicht schlimm, dass man jede Minute seiner Freizeit da reingebuttert hat, weil das waren ja schließlich deine besten Freunde, mit denen du da unterwegs warst. Aber wenn du in deiner Freizeit auch noch sehr viel an einer Sache arbeitest, die nicht so leicht ist, ich meine, die wenigsten werden über Nacht berühmt, und dann baut sich halt schnell mal Frust auf. Und bestimmt fast jeder, der mal in der Band gespielt hat, kennt das so. Der eine hat seinen Kram nicht fertig gekriegt oder der andere will irgendwie früher von der Probe weg, weil er noch irgendwas anderes vorhat oder so. Und dann entsteht halt auch schnell Streit. Und was willst du eigentlich hauptsächlich in der Band machen? Richtig, Gigs spielen und Musik machen. Und bestimmt keine Steuererklärung. Ich meine, klar, das gehört dazu. Und zum Beispiel guck dir mal die Bandcontests an. Klar, das sind echt geile Bilder und das war auch ultra geil, aber organisier mal 2 Busse und Leute für 2 Busse, die Bock haben, 17 Stunden mit dir dahin zu fahren. Aber warum erzähle ich dir das jetzt? Behalt mal diesen Frust im Hinterkopf, aber auf der anderen Seite auch diesen großen Traum und die geilen Seiten. Und da musst du überlegen, wir haben den Publikumspreis beim Local Heroes gewonnen. Ein riesen Crowdfunding-Projekt für unser erstes Album gestartet, das erfolgreich abgeschlossen, das aufgenommen, ein ziemlich cooles eigenes Release-Konzert gespielt. Ja, und dann kam ziemlich mauer Sommer, weil uns ziemlich coole Versprechen gemacht wurden und ziemlich wenig passiert ist. Und anschließend kam auch noch Corona. Nichts ging mehr, du wusstest auch nicht, wann oder ob mal wieder was ging. Konzerte schienen irgendwie ultra weit weg und wir durften auch nicht mal in unseren Proberaum und alles war erstmal kacke. Und weißt du so, dann hast du einfach jahrelang an der Sache gearbeitet und so zack geht einfach gar nichts mehr. Und da ja wegen diesem mauen Sommer davor eh schon alles irgendwie so motivationstechnisch am Bröckeln war, kam dann halt das noch dazu und das hat halt uns einfach gekillt, so. Also ich will jetzt nicht rumheulen. Es gibt Leute, denen ging es wesentlich schlechter als uns. Ich meine, wir sind gesund, aber mit der Band, das war halt kacke. Und kennst du das, wenn du irgendwem aus Versehen richtig lange nicht geantwortet hast und dir dann am Ende so denkst, ja, jetzt ist auch egal. Genau das hatten wir mit Social Media auch so. Wir haben die ganze Zeit irgendwie nicht gewusst, was wir posten sollen, weil es gab ja auch nichts zu erzählen. Und irgendwann dachten wir uns dann halt so, ja, juckt doch eh keinen mehr, oder? Ja, und dann standen wir da letztes Jahr irgendwann und haben uns gedacht, jetzt müssen wir auch mal irgendwann wieder anfangen zu proben. Aber wofür? Und wir haben uns die ganze Zeit gefragt, warum machen wir das alles überhaupt?
Ich meine, wir lieben es, auf der Bühne zu stehen, aber nicht Musik für das Internet zu machen. Klar, das kann auch cool sein, aber 1000 Aufrufe auf ein YouTube-Video fühlen sich halt nicht so geil an wie 50 gut gelaunte Menschen vor einer Bühne. Ein Beispiel. Live sieht das dann halt manchmal so aus. Naja, und da solche Szenen halt erstmal unerreichbar schienen, haben wir es halt wieder gelassen. Nichts wollte uns so richtig motivieren, bis uns jemand gefragt hat, habt ihr Bock, einen Gig zu spielen? Und es war kurz alles wie früher. Die Motivation war da, die Proben haben wieder richtig Bock gemacht. Wir haben sogar eine Live-Probe gemacht. Mit allem drum und dran. Aufbauprobe, Abbauprobe, alles, was du dir vorstellen kannst. Aber wir haben halt schnell gemerkt, es sind über 2 Jahre vergangen. Es ist nicht mehr wie früher. Wir haben keine Lust mehr, alles so verbissen zu sehen. Sich wegen jedem Scheiß ultra doll zu stressen, bis wir uns gegenseitig an die Gurgeln gehen. Ich meine, scheiß drauf, es ist halt immer noch ein Hobby und kein Job. Und es wird vermutlich auch niemals ein Job werden. Also warum sich kaputt stressen? Ich weiß, das klingt jetzt alles erstmal irgendwie ein bisschen frustrierend und ein bisschen kacke. Aber eigentlich wollen wir damit nur sagen, wir wollen es langsam angehen lassen. Wir wollen uns jetzt nicht irgendwie so doll stressen bis zum geht nicht mehr, einfach wieder von 0 auf 100 und uns Ziele setzen oder Dinge tun, die wir erstmal eh nicht erreichen können, weil wir einfach langsam wieder reinkommen müssen. Und dementsprechend so, vielleicht kommt ein neuer Song, vielleicht kommen 2 neue Songs, vielleicht kommt ein Musikvideo, so keine Ahnung, wann oder wie oder wo. Wenn du uns auf den sozialen Kanälen folgen willst oder und folgst, wirst du das auf jeden Fall mitbekommen. Und ich meine, dieses Jahr so 2 Gigs klingt jetzt nicht viel, aber wir haben genau 0 Minuten in Booking investiert und damit ist es ein fantastisches Ergebnis. Also lass uns mal langsam wieder anfangen, wir gucken, was sich ergibt. Wenn du Bock hast, 1 Gig ist ja noch, besuch uns da, weil auf live haben wir 100% Bock. Wir haben auch ein paar neue Songs in der Hinterhand. Aber das dauert, das alles fertig zu machen. Mal schauen, wann es kommt. Wir werden euch auf jeden Fall informieren. So, kommen wir jetzt auch endlich mal zum Gig. Wir waren dieses Mal in Rothenburg an der Wümme beim Laut und Draußen Festival. Ich werde mich jetzt hier ein bisschen kürzer halten müssen, denn wir waren noch etwas schüchtern und haben nicht so viel gefilmt. Beim nächsten Minuspol-Vlog wird's besser, ich schwöre, dann laber ich auch nicht so viel davor. Also, begonnen hat das Ganze natürlich wieder mit Einladen. Normalerweise hat da immer niemand Bock drauf, aber dieses Mal waren wir so, ey geil, endlich wieder einladen. Wir haben auf jegliche Wirtschaftlichkeit geschissen und haben uns noch diverse Lichter dazu gemietet, weil, wie gesagt, wir hatten richtig Bock und damit wird's halt geiler. Also alles in den Bus gekarrelt und dann endlich wieder on the road again! Ja, es gab eine kurze Stärkung. In Schwanstedt. Ich habe das nicht abgelesen. Und dann ging es weiter und angekommen haben wir erstmal den Eingang nicht gefunden. Woher sollen wir denn wissen, wo wir hin müssen? Mann, ey. Da vorne, Fragen. Wir suchen die Bühne. Ja. Alles klar, danke schön. Ja, dann wurde der ganze Bums da aufgebaut und ich sag mal so wie früher. Also, wir haben jetzt aufgebaut und wir Warum? Also wir haben jetzt aufgebaut und wir befinden uns jetzt hier im Wechsel. Oh, fickt euch alle. Fasst die Kamera nicht an. Noch. Wir haben jetzt aufgebaut. Wir befinden uns im Backstage. Und ach, ist doch mir alles egal hier. Ja, und dann ging es auch schon los. Es wurde wieder gefaustet. Mit unseren In-Ears und meinem Mikrofon kann man vor dem Gig immer noch mit Alex, unserem Tontechniker, Rücksprache halten. Und ja, fühlt sich an wie früher und war auch ziemlich geil. Und dann ging's los. Ja, die Leute hatten Bock. Und wir auch. Und an dieser Stelle bleibt uns noch zu sagen, vielen, vielen, vielen Dank Laut und Draußen Festival. Es hat mega viel Spaß gemacht und ich weiß, das sagt jede Band immer, aber nach so langer Pause hätte man sich echt kein besseres Publikum wünschen können. Dankeschön. Ja, dann wurde noch eingepackt, eingeladen und es ging glücklich und zufrieden ab nach Hause. Und ja, wie gesagt, dieses Jahr ist aktuell nur noch 1 Gig geplant. Am 27.08. in Braunschweig beim Südstadt Open Air. Wenn du Bock und Zeit hast, komm vorbei und wir sehen uns. Ja, und das war's dann auch schon wieder für diese Woche. Ich hoffe, du hattest beim Anschauen genauso viel Spaß wie ich beim Machen von diesem Video. Ich hoffe, wir sehen uns auch nächste Woche Montag wieder. Und falls du es noch nicht getan hast, solltest du auf jeden Fall abonnieren. Bis dahin wünsche ich dir noch einen schönen Abend, viel Spaß und bis dann. Tschüss. Moin, wenn du Bock hast, hier kannst du abonnieren.
Da findest du noch das letzte Video, wo ich auf dem Airy Festival war. Und hier findest du eine Playlist mit allen kleinen Geschichten vom Wochenende, die es bisher gibt. Jetzt mal irgendwo draufklicken, auf jeden Fall abonnieren. Viel Spaß dabei und bis dahin. Tschüss.